Ich bin jetzt schon wirklich lange als Filmkritiker hier auf YouTube unterwegs und leidenschaftlicher Filmsammler eigentlich noch viel länger. Aber trotzdem gibt es immer wieder Filme, die auch mich absolut fassungslos zurücklassen. Ein Film, der mich beispielsweise förmlich wütend gemacht hat, ist Kara Murat. Warte mal, der Satz war unvollständig. Ein Film, der mich förmlich wütend gemacht hat, weil ich ihn erst jetzt entdeckt habe. Das ist Kara Murat. Bist denn du deppert? Einfach ein klitzekleiner Blick auf dieses DVD-Cover sollte uns Filmfans eigentlich genügen, um zu wissen, dass wir hier eines der großen Meisterwerke der Filmgeschichte vor uns haben. Eine unentdeckte, unbekannte Perle mit vor allem dem türkischen George Clooney, Cüneyt Akin, in der Hauptrolle. Und jeder, der sich jetzt denkt, oder türkischer George Clooney, hast du irgendwie Gurken auf den Augen? Nein, im Titelvorspann beider Filme von Kara Murat, die auf dieser DVD drauf sind, wird Cüneyt Akin auch tatsächlich als George Akin bezeichnet. Und jetzt denken sich wahrscheinlich alle, warte mal, diesen Typen kenne ich irgendwoher? Ja, es ist der Hauptdarsteller von Turkish Star Wars. Und eines muss ich natürlich auch an der Stelle ganz deutlich sagen, nein, Turkish Star Wars ist schon noch ein klitzekleines bisschen abgedrehter und wilder als Kara Murat, aber trotzdem, für das, was diese Filme sein wollen, gibt es mehr oder weniger nichts zu toppen. Wir denken uns mehr oder weniger in eine inszenatorische Meisterleistung in Richtung Die Maske des Zorro. Wir haben mehr oder weniger einen Rächer, der mit Fäusten oder mit Schwertern um sich schlägt, der vor allem, und das ist, finde ich, der bezeichnende Moment von Cüneyt Akins schauspielerischem Talent, ein wahrer Actionstar ist, der es schafft, in jeder einzelnen Einstellung einen anderen wilden Gesichtsausdruck zu machen. Wir kennen bereits die Grimassen, die Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone manchmal aufsetzen. Wir kennen die Grimassen von Pierre Kirby, nämlich vor allem... Wir kennen aber auch die von Cüneyt Akin. Und der schafft es wirklich bei jedem einzelnen Schlag in die Kamera oder auf irgendeinen Bösewicht sein Gesicht so zu verziehen, dass man sich denkt, wow, den sind vor 3 Wochen die Abführmittel ausgegangen. Aber genau das ist ein Punkt, der mir persönlich bei Kara Murat ganz besonders viel Spaß gemacht hat. Der nächste Teil, den ich einfach genossen habe, sind die Kostüme. Und ich weiß, Kostüme sind jetzt ehrlich gesagt nicht das Wirkliche, worüber man in einem 5-Minuten-Review von einem Film ganz besonders lange sprechen muss, außer... Ihr habt Kara Murat gesehen. Vor allem möchte ich an der Stelle mal ganz kurz die kreativen Kopfbedeckungen von diesem Film ansprechen. Der ein oder andere Charakter sieht irgendwie aus, als hätte er eine Nudelbox auf der Stirn. Der nächste wiederum so eine Art metallene, eingegangene, verformte Deadpool-Maske. Also was man sich dabei gedacht hat, finde ich absolut großartig. Und dann kommt einfach noch hinzu, dass Kara Murat, der Rächer Anatoliens, über seine Laufzeit von ungefähr 80 Minuten den Zuschauer eigentlich so gut wie gar nicht entlässt. Nein, wir bekommen fast Action durchgehend, wir bekommen coole Sprüche durchgehend und wir bekommen vor allem einen What-the-hell-Moment nach dem anderen. Dagegen kann The Asylum wirklich mehr als nur einpacken. Und dann, wenn man glaubt, der Trash-Fan in uns kann nicht glücklicher sein, dann, wenn Kara Murat zu Ende ist, blicken wir einfach einmal ganz kurz auf die DVD und entdecken, warte mal, da ist ein Bonusfilm drauf. Kara Murat, der Heilige Krieg. Ein Film, der auf der DVD offensichtlich nur der Bonusfilm ist, weil die Bildqualität noch schlechter ist als die vom ersten Teil, aber das ist uns, glaube ich, in dem Fall relativ wurscht. Wobei, warte mal, jetzt habe ich gerade den Begriff erster Teil relativ falsch verwendet. Der erste Teil, Kara Murat, der Rächer Anatoliens, oder auch bekannt als Kara Murat, sein Kung-Fu ist tödlich, oder auf der DVD vielleicht auch dieser tolle Spruch hier drauf, Kara Murat, sein Kung-Fu ist tödlicher als 1000 Döner. Und ich glaube, ich kann mir relativ wenig vorstellen, was tödlicher ist als 1000 Döner. Wieso, denn man alleine das zu hören lässt, meinen Magen explodieren. Aber Kara Murat
1 ist aus dem Jahr 1976 und der zweite Teil, Der Heilige Krieg, stammt tatsächlich schon aus dem Jahr 1973, ist also früher produziert worden, wobei, wenn man jetzt dann tatsächlich Kara Murat in der OFDB-Suche eingibt, dann stellt man fest, es gibt doch wesentlich mehr Teile aus dieser Reihe, die allerdings leider nie bei uns veröffentlicht wurden. Da ist irgendwie eine Bildungslücke, die man vielleicht irgendwann einmal noch schließen könnte. Aber gemessen an dem Zustand, in dem sich diese Filme befinden, wage ich fast zu behaupten, dass das nicht mehr passiert. Kara Murat, Der Heilige Krieg, ist allerdings inhaltlich fast noch spannender als der andere. Und dabei muss ich wirklich sagen, dass sein Kung Fu ist tödlich, beziehungsweise Der Rächer Anatoliens, ein wirklich großartig unterhaltsamer Film ist, der sich jetzt allerdings storytechnisch nicht allzu sehr verausgabt hat. Bei Der Heilige Krieg hingegen, da schlägt die Story-Kanonade so richtig zu, und auch wenn der Film wahnsinnig viele coole, trashige Szenen liefert, hat der Film eigentlich tatsächlich eine fast ernstzunehmende Handlung. Kara Murat und sein Bruder Mehmet werden nämlich im relativ jungen Alter voneinander getrennt, als ihr Vater umgebracht wird. Der eine bleibt bei den Muslimen, der andere wird von den Christen entführt, wird quasi zu einem christlichen Killer. Und die Christen sind natürlich die ganz Bösen in dem Film, deswegen hat Mehmet dann den Rest des Films auch ein schwarzes Dress und einen Schnauzbart. Und Kara Murat ist die ganze Zeit natürlich im heldenhaften Weiß gekleidet. Die Sache ist nur, dass Junet Akin, und jetzt wird's besonders spannend, beide Rollen spielt. Und wir kennen quasi Doppelrollen, wo ein Darsteller beide Brüder spielt. Beispielsweise Dominic Cooper in The Devil's Double. Großartig gelöst cinematografisch, großartig gelöst schauspielerisch. In Kara Murat ist es nicht ganz so. Da sehen wir beispielsweise in einer Einstellung, in der beide Junet Akins zu sehen sind, einfach einmal einen fetten schwarzen Strich in der Mitte vom Bild. Ganz einfach. Beziehungsweise der eine ist dann halt nur von hinten im Bild, wo man eigentlich relativ deutlich sieht, dass irgendein Typ einfach nur eine schwarze Matratze als Frisurersatz aufgesetzt bekommen hat. Herrlich. Vor allem dann auch, kleiner Spoiler-Alarm, wie sie uns das Finale zwischen Mehmet und Kara Murat ersparen, finde ich ebenfalls relativ interessant. Aber das Spannende ist, mit diesem eben so betitelten Heiligen Krieg zwischen den Moslems und den Christen, hat der Film auch eigentlich eine durchaus tiefgehende Story. Die wird allerdings jetzt von dem Film nicht so ganz kompetent umgesetzt. Immerhin ist irgendwie der Übergang zwischen den beiden Junet Akins teilweise ein bisschen fließend, wenn sich dann der eine verkleidet und als der andere irgendwo einschleicht, aber beispielsweise dabei vergessen hat, sich das umgehängte Kreuz abzunehmen. Wie konnten die ihn eigentlich nicht entdecken? Ich weiß es nicht. Ob der jetzt einen Bart hat oder nicht oder wie auch immer, das ist ja eigentlich vollkommen wurscht. Dafür aber bekommen wir eine Handlung, die eben tatsächlich eigentlich grundsätzlich als Handlung durchgeht und auch den ein oder anderen etwas spannenderen Moment liefern kann. Ganz besonders dann, wenn beispielsweise während einer Kampfszene einfach viermal hintereinander dieselbe Einstellung abgespielt wird. Das ist ja meistens ein Zeichen von einer qualitativ hochwertigen Produktion. Trotz absolut allem gibt es in den letzten Jahren keinen Kauf, keine einzige DVD, die ich in meine Sammlung aufgenommen habe und dermaßen feiere wie freaking Kara Murat. Danke an Vulevu dafür, dass ihr diese beiden Meisterwerke der türkischen Filmgeschichte hierzulande veröffentlicht habt. Sollte euch noch irgendwann einmal was Ähnliches unterkommen, eines ist ganz sicher, bei mir hat die DVD einen Platz und ich sage euch ganz ehrlich, bei euch sollte sie das auch haben. Kara Murat, zwei der lustigsten und genialsten Trash-Filme, die ich jemals gesehen habe.